Das ist die 30. Ausgabe unserer Zapped-In. Schön, dass ihr da seid. So schön. Grüezi, liebe Damen und Herren, zum Top-Fokus. Vielleicht braucht es meinen Job irgendwann einmal nicht mehr. Okay, Google. Lies meine heutige Moderation zum Top-Fokus vor. Ich bin ein Freund von Sarah Connor. Mir wurde gesagt, dass sie hier ist, kann ich zu ihr. Deine Sachen. Gib sie mir. Sofort. Ich habe nach der letzten Sendung auch gegoogelt und herausgefunden, dass zum Beispiel der Dominik Paris gar kein Österreicher ist. Und jetzt, wo ich ein absoluter Ski-Experte bin, schaue ich natürlich auch die WM in Ore. Also nicht trennen, mehr so Zeugs da. I'd like to welcome all our athletes, the officials of the National Ski Associations, our partners, media representatives and sponsors to the 9/12/19 World Ski Championships here in Ore. My English is not very good. My German is better. World Championships in a region like Ore. I hope we have a little bit lucky. Wir bleiben gerade sportlich. Jetzt zu dir, Fußball. Jetzt zu dir, Fußball. Eieiei. Wir machen auch gerade weiter und zwar mit meiner absoluten Lieblingssendung: Meine Schweiz, deine Schweiz. Singen alle mit! Wir wollen Krisele gewinnen, weiss an einem Ort gar Krisele viel. Rote, schwarze, gelbe, gelbe. Zwei bis drei an einem Stiel. Falleri, Fallera, Falleri, Fallera. Der Eindruck mag jetzt vielleicht täuschen, aber meine Schweiz, deine Schweiz ist ja sehr nah dran an Sternstunde Philosophie. Wenn man zum Beispiel die Beschreibung hier von Bern Bümpliz anhört. Es ist der grösste Stadtteil, der Stadtteil 6, Bethlehem, Bümpliz, Oberbottigen. Und wir haben, wenn ich so sagen kann, den höchsten Ausländeranteil hier, irgendwie 35% oder so. Und durch das sind wir nicht einfach verschieden wie hier und ich. Wir sind verschieden wie auf der ganzen Welt. Wir sind verschieden wie auf der ganzen Welt. Von dieser hochphilosophischen Sendung machen wir jetzt eine 180 Grad Kehrtwende und gehen zum Hartz IV TV. Dann Terrere. Territorium. Dein Territorium kannst du aussprechen. Mach ich auch nicht. Sie ist einfach nur strohdoof. Bio ist für mich Abfall. Shut the fuck up! Burberry. 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 Louis Vuitton. Louis Vuitton. Guck mal, die trägt auch gerne bauchfrei. Fragt man sie auch warum. Eieieieieieieiei. Bei Tele Basel geht es beim Wetter um alles, außer das Wetter. Ja, er hat die schönste Stimme in ganz Basel. Wenn man ihn hört reden, wird es einem warm ums Herz. Da ist gleich Basel, mein Wahlkreis. Staatsanwaltschaft, leckt mich am Arsch. Leckt mich am Arsch, Staatsanwaltschaft. Leck mich am Arsch! Jetzt bei uns im Tele Basel Talk. Und bei Tele Zürich, da werden die ganz wichtigen Fragen geklärt. Wie fühlt sich das an, da mit BH und so? Ja, du willst mal anlangen. Busenlilli! Also, was die Männer da wieder für ein Bild von den Frauen abgeben. Apropos Männer und Frauen, das Thema ist auch wieder gross diskutiert worden diese Woche im Club. Und für Vera Dillier ist toxische Männlichkeit... Für mich ist das lustig. Toxik ist eigentlich giftig. Ist Botox nicht auch ein Gift? Und giftige Männer, sorry, lasse ich nicht gerne an mich ran. Also die bleiben mir fern. Das tun sie freiwillig. Für mich ist der Mann der Jäger, wo die Frau jagen. Und ich sage immer, wir Frauen sind die Rehli, rennen durch den Wald davon, sie hinten rein. Aber am Schluss ist es doch das Rehli, das der Jäger aussucht. Wenn Sie das jetzt nicht so ganz verstanden haben, keine Sorge, ich verstehe es ja auch nicht. Ja, da hören wir gerade besser auf an dieser Stelle. Wie hat es euch gefallen? Im Großen und Ganzen war es super. Wie immer. Ja. Danke.
Und jetzt wieder die schwierige Frage, wie verabschiedet man sich anständig? Es ist ja nicht so einfach. Vielen Dank, Herr Schäden. Das würde mich freuen. Danke schön auch. Okay. Ja, im nächsten Fall beschweren sich Eltern. Da war er noch mal unser Gast. Ja, am besten hören wir einfach mit dem auf, wo wir damit angefangen haben. Bitte haben Sie hinterher. Kann man ein bisschen putzen, ne? Gell? So ein scheiß Kopf hast du. So, Männer, kommt zum Jausnen. Wir kommen gleich. Aber Hansi, vorher singst du uns noch ein Liedl. Mach ich da gern. Fühlst du wie ich diese Sehnsucht? Hektik und Stress zu entfliehen. Sehnst dich nach Licht für die Seele.